So, dann kaufen wir mal. Kaufen und vermieten. Einziehen will ich da jetzt nicht. Giles Brief. An den rechtmäßigen Besitzer des Hofes. Ich habe den Schlüssel zur Kellertür in der Schublade eines Schranks im oberen Stock gelassen. Ich bitte euch, ihn nicht zu benutzen und das Grab hinter dieser Tür im Frieden zu lassen. Die Gewalt meiner Vergangenheit liegt dort begraben. Und das sollte auch so bleiben. Okay. Der Schublade des Schranks im oberen Stock. Ja, das lädt ja schon danach ein, dass ich dann das nicht einfach ruhen lasse. Ich meine, der ist eh weggezogen. Der ist eh weg. So, hier gibt es einmal Lebensziegelschokolade. Und hier... Da ist Giles Fallgatterschlüssel. Oh, das gibt 5 böse Punkte. Oh nein. So, dann gucken wir mal, was hat er denn da für eine ganz tolle... finstere Vergangenheit. Gucken wir mal, wo hier ein Fallgatter sein soll. Oder ist das im Haus? Ich gedacht, dass es irgendwie außerhalb des Hauses ist. Im Haus sehe ich davon jetzt nicht so viel. Hier ist nichts. Wo ist das? Das ist auch schönes Plumpsklo, ne? Hast du nicht mal eine Tür zum Zumachen? Da kann jeder zugucken. Ui, toll. Ich finde hier keine Falltür. Wo soll denn das hier sein? Gatter oder irgendwie sowas. Du bist ein Feiner. Oder aber das Gebäude hier zählt noch irgendwie mit dazu. Da. Da ist so ein Ding. Gehen wir in den Bauernhofkeller. Wenn der Ladebildschirm das widerspiegelt, was da unten drin sein soll, na, dann ist das kein gewöhnlicher Keller. Was ist das für nette Geräusche, die ich höre? Merkwürdiger Bauernhofkeller. Muss man ja doch sagen. Möchtet ihr das Fallgatter öffnen? Ja, möchten wir. Okay. Oh, er hat hier. Er hat hohle Männer hier drin. War bestimmt mal Mitarbeiter seines Bauernhofs. Der Bauernhof ist verflucht. Verflucht. Diese Tür ist verschlossen. Na toll. Jetzt nicht mehr. So. Zum Glück fallen die ja immer so schön schnell auseinander. Ganz normale Männer. Komm hier noch mehr.
nu? Da geht's nicht lang, da ist zu. Da geht's nicht lang, da ist zu. Dann gehen wir den anderen lang. Ob man diese Wand einreißen kann? Er schlägt nicht drauf zu. Schade. Ja, dann wohl nicht. Okay, ich glaube, der Schalter hat irgendwas geöffnet. Ist immer schön, wenn man so einen Schalter drückt und eigentlich nicht weiß, wofür. Ah, aua, hallo, hallo. Hier, verdau das. Einfach mal willkürlich irgendwelche Schalter drücken. Das kann ich. Das habe ich gelernt. Da hinten noch mehr von den Pennern. Die sind überall. So. Ich finde es immer gut, wenn Gegner kommen. Zeigt mir meistens halt so ein bisschen, wo ich lang muss. Besser als jede Wegmarkierung. Und der Hund hat jetzt plötzlich einen Grabungsort entdeckt, obwohl wir ja schon 5-mal gewesen sind. Ist das toll. Achso, jetzt wahrscheinlich erst, weil hier die Tür offen ist. Hund ist teilweise transparent. Warum? Oder es wirkt so. Der Erzwinger. Eine schöne Pistole. Dann Schlüssel. Wo ich so nicht rankomme. Ja, Hund. Ich hab's selber gesehen. Ich kann auch mal was finden, okay? So. Und nun? Das ist ja nur die Dingens von der anderen Seite, ne? Das Gatter. Das ist jetzt das dunkle Geheimnis von ihm? Eine Pistole, die er irgendwo eingegraben hat? Und die paar hohlen Männer? Ich bin skeptisch. Da muss es doch noch mehr geben, oder? Ja, das ist auf jeden Fall das Tor von der anderen Seite. Ja, und mehr gibt es nicht, ne? Hm. Also ein Silberschlüssel und eine Pistole. Das ist das dunkle Geheimnis, das ich hätte ruhen lassen sollen. Ich weiß ja nicht. Skeptisch. Na gut. Dann gucken wir mal, dass wir die Quest für die Archäologin mal abgeben gehen, glaube ich. Außer jetzt kommt hier mir noch irgendwer entgegen. Nee. Dann gehen wir zu der Archäologin. Dauert schon 47 Stunden laut Schnellreise. Dann geben wir unser tolles Artefakt mal. Er genehmigt sich sicher auch gerne mal einen in der Schenke, wie wir. Ich könnte ihm stundenlang zusehen. So, hallo. Ich habe hier so ein Artefakt für dich. Hier, nimm das mal. Ah ja, das ist es. Ihr konntet eines der alten Artefakte bergen, nach denen Belle sucht. Zweifelslos wird sie eure Hilfe noch häufiger benötigen. Ach so. Aber dann gib mir mal gleich die nächste Quest. Neue Quest verfügbar, die Archäologin. Na, wollt ihr nochmal die unbekannte Vergangenheit erforschen? Ja, unbedingt.
weiß halt nicht, wie oft ich das überhaupt mache. Heutzutage interessiert sich wohl niemand mehr für Schätze der Menschheit. Schon gar nicht für welche, die unter der Erde verborgen liegen. Meinen Untersuchungen zufolge ist das ein guter Startpunkt. Gibt ihr uns wieder irgendeinen Hinweis, der nicht sonderlich hilfreich ist, ja? Alles deutet darauf hin, dass das nächste Artefakt an einem Ort ist, der laut einer Quelle lange in die Heimat von Wanderern und Abenteurern war. Aha. Wir reisen jetzt aber sowieso erstmal Richtung Arena. Dass wir den Hexenkessel dann vielleicht nochmal machen. Weil eigentlich wollte ich auch mal Heiltränke haben, ne? Also was haben wir eigentlich kaum noch. Und ne, Hauptsache es werden hier nochmal 40.000 Gold abgezogen. Weil ich bin ja verheiratet. Hat hier die Taverne vielleicht nochmal Heiltränke oder der... Nee, das ist ein Kleidungshändler. So, und hier... Hey, in der Taverne gibt es zumindest 200 Gold zum Holen. 40 Gold in einer anderen Kasse. Irgendwie muss ich das ja, ne? Die ganzen Kosten ja kompensieren, ne? Mit den Nahrungsmittelhändlern, nee, dann werde ich nur wieder fett. Tränkehändler, haha, haha. Alles kaufen. Kaufen. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Geben besonderen Kunden gerne Sonderrabatte. Und dann auf zum Hexenkessel. Runde 2. Gott sei meiner Augen gnädig, ist es der, den ich meine? Ja, einer der berühmtesten Hexenkessel-Champions! Ja, den Text hatten wir schon mal. Oh, das treibt einem wonnige Tränen in die Augen, eine wunderbare Familie wiederzusehen, oder? Ja, bin ich immer gespannt, was in Runde 2 so sagt, von Schwierigkeitsgrad her. Wahrscheinlich so, hey, 2 Waldtrolle oder so. Na, mal gucken. Ihr habt noch nicht genug? Dann rein mit euch. Ein Waffenhändler. Vielleicht hat er noch tolle neue Schön, Waffen. Schön, dass ihr wieder da seid. Der hat auch noch andere Java-Tränke. Das ist schön. Schönen Und Tag. Ein Kindergesundheitstrank. Einer, der nach Erdbeer schmeckt. Gute. Yay. Ihr werdet... Schönen Tag noch. Ihr werdet begeistert sein. So, was hast du denn für Waffen? Irgendwas von Wert? Natürlich nicht. Nur Schrott. Den habe ich selber. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo übernachten, bevor ich da jetzt in den Kampf reingehe? Nein? Okay. Ich geh da mal. Herrschaften, heute präsentieren wir euch einen alten Bekannten. Hey, ich bin's wieder, 10 Jahre später. Löwenherz. Er ist der aktuelle Titelverteidiger. Und wird er es noch einmal schaffen? Mal sehen. Runde 1. Okay, los geht's. 2, 1. Was immer da kommt, ich hau drauf. Käfer. Ja, guter Einstieg. Diese miesen, ekelhaften Käfer, wie ich sie hasse. Mhm, Käfer, wieder nicht. Was der Neue von ihnen hält. 2. Welle. 3, 2, 1. Noch mehr Käfer. Die sind größer und dicker und fetter und überhaupt. Das ist aber auch nichts aus. Fliegenklatsche XXL Edition. Ich bin noch Hammer. Wir haben
Gemetzel versprochen und Gemetzel geboten. Ja. Und es sind immer noch 7 Runden. Oh, toll, es sind immer noch 7 Runden. Yay. Yeah.